Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es darum, mal einen etwas älteren iMac oder auch MacBook Pro oder ähnliches zu installieren. Da gibt es doch ein bisschen was zu beachten. Das seht ihr jetzt nach dem Intro in diesem Video. Also, bei der Installation eines älteren iMacs oder MacBook Pro können die Probleme auftreten. Das muss ich extra vorlesen. Bei der Verarbeitung der Installation ist ein Fehler aufgetreten, diese Meldung kommt. Oder die Installation von Mac OS konnte nicht fortgesetzt werden. So, und das ist ein generelles Problem, was immer wieder häufiger auftaucht, aus dem einfachen Grunde, weil diese Computer immer etwas älter werden. Und zwar hat das damit zu tun, dass ein Zertifikat, was hier verbaut wurde, bei einem Update oder einer Neuinstallation nicht geprüft werden kann. Und damit wird dann mit dieser pauschalen Fehlermeldung die Installation einfach abgebrochen. Und ich zeige euch jetzt hier mal ganz kurz, wie man das ändern kann. Durch eine Reparatur oder durch einen Defekt einer Festplatte kann es immer wieder mal notwendig sein, dass dann so ein System komplett neu installiert werden muss. Und dabei ergeben sich halt die Fehler, dass ich dann zwar das ursprüngliche Betriebssystem mittels CD oder USB-Stick oder wie wir es jetzt hier haben, mit so einer SD-Karte wieder aufspielen kann. Wir haben also hier diese verschiedene vorbereitet. Aber das Problem ist, je nachdem, welches Betriebssystem ich jetzt nehme, wird dann durch diese Fehlermeldung, die ich am Anfang genannt habe, die Installation einfach verweigert. Und ist es so, dass wenn ihr mit dem ursprünglich ausgelieferten OS, in dem Fall ist das hier Yosemite, den Computer installieren wollt, dann habt ihr da auch soweit gar keine Probleme. Wollt ihr den aber direkt mit El Capitan oder einer der nachfolgenden Betriebssysteme installieren, um euch die Updates zu sparen, dann kommt, wie gesagt, diese Fehlermeldung und ihr kommt gar nicht erst zu dieser Installation bzw. zu diesem Problem. Und das Ganze liegt daran, dass bei der Installation eine Gültigkeitsabfrage gemacht wird. Die kommt leider erst relativ spät. Und dabei wird festgestellt, dass das Zertifikat, was da noch hinterlegt ist, viel zu alt ist und bricht dann die Installation ohne weitere Fehlermeldung ab, dass das an dem Zertifikat liegt. Das habe ich dann leider auch erst durch umfangreiche Recherche herausgefunden. Und Gott sei Dank konnte ich dann auch feststellen, und das wird euch jetzt dann natürlich auch helfen, wie wir das lösen können. Und zwar kann man das lösen, indem man ganz einfach bei dem Mac das Datum ändert. Und zwar habt ihr ja hier oben rechts, habt ihr ja die Möglichkeit, das Datum euch anzeigen zu lassen. Da könnt ihr Datum und Uhrzeit ändern. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, dann auf eine manuelle Einstellung gehen. Dazu müsst ihr erst den entsperren, falls der gesperrt ist, Passwort eingeben. Und danach könnt ihr dann den Haken hier wegmachen und die Uhrzeit wird nicht mehr automatisch bezogen, sondern ihr könnt die hier setzen. Und dann setzt ihr den bitte auf ein Datum in 2018, am besten erste Hälfte, also irgendwie sowas, 1.3.2018. Und dann habt ihr dieses oder diesen Fehler nicht mehr. Ich habe jetzt hier einfach Folgendes gemacht. Ich habe mit meinem Yosemite SD-Karte, die ich rechts hier in die Seite stecken kann, die wird dann genau wie jede andere Festplatte erkannt. Wie man Computer installiert, dazu gibt es ein eigenes Video, also wie man den iMac neu installiert, gibt es ein eigenes Video, habe ich euch in, oder verlinke ich euch oben in der Infobox. Da wollen wir jetzt hier näher nicht drauf eingehen. Wichtig ist, dass ihr halt dann so vorgeht. Wie gesagt, ich habe also jetzt mit dem Yosemite angefangen, das zu installieren. Und wollte dann auf El Capitan updaten, bekam dann die beschriebene Fehlermeldung, habe dann nach langem Suchen das Datum zurückgesetzt auf Mitte 2018 und konnte dann die Installation ganz normal fortsetzen. Das Schöne daran ist, dass alle folgenden Installationen, ich habe also dann
noch zusätzlich auf High Sierra abgedatet. Die konnte ich dann ganz normal über den App Store nachladen. Da gibt es eine schöne Seite, wo ihr die ganzen Betriebssysteme nochmal euch über den App Store anzeigen lassen könnt. Es ist nämlich so, dass Apple euch die nicht mehr ohne weiteres zur Verfügung stellt. Also ihr könnt dann noch bis El Capitan im App Store runterladen, direkt über eure alten gekauften Links. Aber alle nachfolgenden werden nicht mehr im App Store angezeigt. Und dann müsst ihr mit einem kleinen Trick über die Seite, die ich euch in der Videobeschreibung verlinke, dann direkt an die richtige Stelle in App Store reinhüpfen und dann bekommt ihr dort auch die Möglichkeit, die alten Betriebssysteme oder älteren Betriebssysteme zu installieren. Also ihr seht, eine ganz einfache Sache, maximale Auswirkung. Ihr kriegt einfach eine Fehlermeldung, die Installation bricht ab. Aber durch das einfache Verstellen des Datums könnt ihr diese Fehlermeldung umgehen. So seid ihr dann habt ihr dann die Möglichkeit, mit eurer Ursprungs-CD, die ihr dann ja in der Regel noch dann vielleicht habt oder Installationsmedium, dann den Computer wieder neu aufzusetzen und dann auch noch die Updates zu machen, bis ihr auf das letztmögliche Update kommt. Meistens ist das bei den älteren Macs so High Sierra, was noch möglich ist, was ihr dann auch braucht, um die aktuellen Dateiformate zu lesen, denn es kommt natürlich noch erschwerend dazu, habt ihr Datensicherung in aktuellen Dateiformaten, zum Beispiel ASFP oder ähnliches, dann kann der alte Mac das gar nicht lesen, könnt also gar nicht eure Updates einspielen bzw. euren Wiederherstellungsassistenten bemühen, um eure Daten wiederherzustellen, und damit habt ihr jetzt alle Möglichkeiten, die ihr braucht. Ich hoffe, das kurze Video hat euch geholfen bei euren Installationsproblemen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr die einfach unter das Video kommentiert. Ich versuche die dann zu beantworten. Ansonsten Daumen rauf und nicht Kanal vergessen zu abonnieren, damit ihr immer wieder schöne Updates bekommt und so weiter. Ich freue mich natürlich, kostet ja auch nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.